Herr Kardinal, Sie sind ähnlich wie damals Bergoglio gewissermaßen im zweiten Anlauf gewählt worden. Sie waren ja schon mal ziemlich weit vorne, damals in Würzburg. Das ist aber jetzt mehr ein Zufall. Wie viel Bergoglio steckt denn inhaltlich im Kardinal Marx? Ich hoffe, dass erstmal, wo Marx draufsteht, auch Marx drin ist. Also, dass man authentisch das lebt, was man selber ist. Das war ja eine Grund- oder ist eine Grundintention Jesu, dass innen und außen zusammenpassen. Leute, die irgendwo Abbilder sind oder Kopien von irgendwas, sind nicht so gut. Aber sie wollen es ja innerlich wissen. Gibt es also Ideen? Und ich glaube, da wird schon manches sein. Ich habe mich etwa über Evangelii Gaudium wirklich sehr gefreut und habe dem Papst auch gesagt, ich habe noch nie bei einem lehramtlichen Text auch mehrfach gelacht. Und das will schon etwas bedeuten. Also es ist wirklich etwas, was mir aus dem Herzen gesprochen hat, ohne dass ich sagen könnte, ich hätte das alles auch schon gelebt. Es ist ja sehr bedrängend auch manchmal geschrieben und aufrufend und appellativ. Und deswegen fällt es sicher nicht ganz leicht zu sagen, naja, prima, das machen wir ja alles schon. Es ist schon ein Anspruch dahinter. Aber das gefällt mir. Es gefällt mir dieses Bedrängende und Aufrufende und Aufrüttelnde. Ich weiß natürlich, dass wir uns da auch in der Pflicht sehen müssen, da das eine oder andere zu tun. Ich glaube, es steckt auch manches an Menschen- und Weltzugewandtheit, die ich bei ihm feststelle im ersten Jahr. Ich kannte ihn ja vorher nicht. Er ist interessiert an allem, offen für Begegnungen. Ich mache das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich bin, gelte jedenfalls, glaube ich, nicht als ein kontaktscheuer Mensch, sondern eher als jemand, der Freude hat an Begegnungen, am Miteinander, am Hören, am Diskutieren auch. Da bin ich vielleicht sogar ein bisschen schneller beim Diskutieren. Da ist er ein geduldiger Zuhörer. Das kann ich vielleicht noch verbessern. Ein zentraler Punkt in seiner Botschaft ist ja auch dieser Satz, eine arme Kirche für die Armen. Nun ist die Kirche in Deutschland relativ reich im Weltmaßstab gesehen. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie kann die katholische Kirche in Deutschland das auflösen? Jede Kirche muss auch in ihrer Situation leben. Der Heilige Vater ist jetzt im Vatikan. Der Vatikan ist auch nicht arm. Also er muss auch damit zurechtkommen. Und das versucht er ja, indem er sagt, jetzt wollen wir erstmal gucken, wie wir das vernünftig ordnen, sodass auch sichtbar und transparenter wird, was wir mit diesem Geld, was im Vatikan da ist, an Vermögen, an Einnahmen, an großen Schätzen, wie wir das auch einsetzen. Und so ähnlich ist das bei uns auch, da sehe ich keinen großen Unterschied. Armut in dem Sinne, dass wir sagen, wir geben alles weg und haben nichts mehr, das kann nicht der Sinn sein. Das wird der Papst im Vatikan auch nicht tun. Aber, dass wir uns sehr kritisch fragen lassen, wie gehen wir mit dem Geld um? Wofür ist es eingesetzt? Woher kommt es? Wie wird es verwandt? Da müssen wir in Deutschland auch noch einen Weg gehen, wie wir ja in den letzten Monaten auch gesehen haben. Und der andere Punkt ist der mehr geistliche Horizont. Arme Kirche für die Armen bedeutet nicht nur eine Kirche, die nichts hat und damit auch nichts geben kann, sondern arme Kirche für die Armen verstehe ich gerade in unserer Situation in Mitteleuropa, in Deutschland auch als einen Aufruf, ja, sagen wir mal, auch ideologisch etwas abzurüsten. Arm zu werden, das heißt auch in der Sprache, in der Nähe zu den Menschen, in der Art und Weise, wie wir das Evangelium verkünden und leben. Das ist, glaube ich, für ihn auch sehr wichtig. Deswegen ja der Satz, an die Peripherie zu gehen oder alle mit einzubeziehen. Er meint ja nicht so sehr, oder nicht nur, dass wir karitativ mehr tun müssten, das müssen wir sicher auch immer wieder überlegen, können wir noch mehr tun und intensiver arbeiten, sondern für ihn ist auch klar, wo die Armen, materiell Armen, die geistig Armen, die Gescheiterten, die Kranken, die Sünder, die Gebrochenen, die Dementen, die geistig Behinderten, wo die nicht in der Mitte der Kirche sind, wo sie nicht auch Teil der Kirche sind und nicht nur Objekte unserer Fürsorge, da ist die Kirche nicht wirklich Kirche Christi. Also das ist sicher ein Anspruch, der geht weit über diese reine materielle Frage, die wichtig ist, hinaus. Ne? Die eine Perspektivwechsel,
der auch unsere Gemeinden und unsere Kirche insgesamt betrifft. Ich sage nicht, dass wir da gar nichts tun, aber ich glaube, das ist noch mal eine viel radikalere Ausrichtung auf eine Evangelisierung, die alle mit einbezieht und die erst dann zufrieden ist, wenn die Armen und Schwachen und die an der Grenze auch im Blick sind und wenn wir bei ihnen sind und sie mitnehmen, mit in die Mitte nehmen. Das ist schon ein Anspruch, der geht über diese reine materielle Diskussion hinaus. Dem müssen wir, glaube ich, auch nachgehen. Das ist eine pastorale Herausforderung für jede Pfarrei auch und für jedes Bistum. Nicht nur in Deutschland, wir haben eine gewisse Herausforderung, da haben Sie recht, dadurch, dass wir eben viele materielle Mittel haben, auch viele Verpflichtungen haben, auch viel damit tun, viele Institutionen über Jahre und Jahrhunderte, die auch viel Gutes tun. Aber diese pastoraltheologische Herausforderung, die sehe ich noch als noch radikaler und noch tiefer an. Ist ja ein Aspekt bei Franziskus auch, dass er die Kurie in Rom reformiert und wahrscheinlich auch, dass er sie verschlanken will. Und gibt es in Deutschland eine ähnliche Debatte? Es gibt einige ihrer Mitbrüder, die sagen, das Sekretariat der Bischofskonferenz müsste verschlankt werden, müsste auch nach Berlin gehen. Diese Debatte, wie stellen Sie sich dazu? Tja, erstmal wünsche ich mir, dass ich schlanker werde, aber gut, das ist eine andere Frage. Richtet sich an mich in der Fastenzeit in besonderer Weise. Das ist noch kein Programm. Ich meine, für mich ist es ein Programm, das ist was anderes, nicht? Für meine Gesundheit und für meine Beweglichkeit. Aber es ist noch kein Programm, einfach zu sagen, wir müssen schlanker werden. Sondern die Frage ist, welche Aufgabe hat das Sekretariat? Oder auch welche Aufgabe hat die Kurie? Deswegen sind wir ja in dieser Reformkommission zusammen. Natürlich kann man allgemein sagen, wenn wir weniger wären, dann könnten wir Geld sparen, aber das ist noch kein Programm. Also wir müssen auch überprüfen, welche Institutionen machen welche Aufgaben, sind die weiterhin sinnvoll, die Aufgaben, müssen wir unsere Arbeit konzentrieren, müssen wir Schwerpunkte bilden, müssen wir auch, wie in Rom die Diskussion ist, bei uns die Diskussion führen, was ist Aufgabe der Bistümer, was soll dort auch erledigt werden, was ist wirklich notwendig auf der bundesdeutschen, nationalen Ebene. Ich sage immer, was wir auf der nationalen Ebene tun, muss dann auch stark sein. Wir müssen beweglich sein. Wahrscheinlich müssen wir uns konzentrieren, müssen wir Prioritäten setzen. Aber das geht nur im Konsens mit den Mitbrüdern. Da müssen wir diskutieren. Also, es hört sich erstmal positiv an, schlank, beweglich. Ne? Aber die Diskussion im Detail wird da nicht so ganz einfach sein. Die Grundperspektive, da kann ich viel Sympathie entwickeln, aber ich möchte doch lieber erstmal die Vorlagen sehen und dann diskutieren, was jetzt im Einzelnen damit gemeint ist. Verschlankung hat auch der ein oder andere Mitbruder Ihnen in Bezug auf Ihre vielen Ämter angeregt und gesagt, jetzt hat der Kardinal Marx schon das Amt in Brüssel und er hat in Bayern und in Rom noch mehrere Ämter und jetzt ist er noch Vorsitzender. Kann der das überhaupt alles schultern? Wollen Sie da etwas abgeben oder passt ja das alles? Nein, es passt nicht alles zusammen. Es ist auch irgendwie in den letzten Jahren immer etwas dazugekommen, ohne dass ich, ja, ich will nicht sagen den Mut, aber die Gelegenheit gefunden habe, das eine oder andere auch mal abzugeben. Aber es ist auch so, dass der Druck stark ist. Es ist nicht ja so, dass ich mir Ämter aussuche, sondern jeweils bis jetzt habe ich kein Amt angestrebt. Gut, hier habe ich nicht Nein gesagt, aber angestrebt habe ich es jetzt auch nicht. Kann ich nicht sagen, und in Europa, es ergibt sich Bestimmtes. Und deswegen muss man jetzt überlegen, so, jetzt ist mal eine Gelegenheit, jetzt wollen wir mal durchforsten, was ist möglich, was ist nicht möglich. Das wird nicht ganz einfach sein, da muss ich mir Gedanken machen, aber ich glaube nicht, dass ich all die Ämter, die ich jetzt habe, weiterführen sollte. Man muss das durchforsten und schauen, wo sind jetzt Schwerpunkte. Schwerpunkt muss sein, an erster Stelle immer das Erzbistum, in dem man tätig ist als Bischof. Das darf nicht vernachlässigt werden. Ich kann sicher auch nicht ganz einfach die Wünsche des Heiligen Vaters ignorieren. Und die Bischofskonferenz braucht, glaube ich, jetzt auch wirklich, gerade in den ersten Jahren, wo ich tätig bin, auch meine ganze Aufmerksamkeit und Kraft. Nee, die ganze ja nicht, sondern ein bisschen jedenfalls was davon. Und da muss man mal sehen, wie man auch Arbeit aufteilen kann im Bistum, in der Bayerischen Bischofskonferenz und in Europa. Da bitte ich um Verständnis, da will ich jetzt heute keine Entscheidung fällen. Aber ich glaube, die Sorge mancher Mitbrüder, er soll sich nicht zu viel zumuten, nehme ich gerne auf und möchte sie auch umsetzen. Ihr Vorgänger hatte ja
in den 6 Jahren seiner Amtszeit viel mit Krisen zu tun. Es gab auch viel Krisenkommunikation, die vielleicht nicht immer ganz glücklich gelaufen ist. Wie wollen Sie das schaffen, dass Sie da in der Medienwelt aus der Defensive rauskommen, wo die Kirche jetzt schon so lange doch drin ist? Manches kann man sich nicht aussuchen. Mein Vorgänger hat sich auch den Missbrauchsskandal nicht ausgesucht. Manches kommt auf die Tagesordnung. Causa Limburg und anderes. Das wird auch in Zukunft so sein. Und da kommt es darauf an, ob wir schnell reagieren können, gut verlässliche Antworten geben, gute und verlässliche Antworten geben. Aber dass wir auch uns überlegen, wo können wir denn positiv, proaktiv auch tätig werden? Wo können wir Zeichen setzen? Der Dialogweg war eine solche Möglichkeit. Aber da gibt es vielleicht auch noch andere Dinge. Das kann natürlich ein Vorsitzender der Bischofskonferenz nicht alleine. Das müssen auch die Bistümer machen in ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten. Aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre, zu überlegen, auch gemeinsam zu überlegen, wo sind die positiven Botschaften, die wichtigen Botschaften des Evangeliums, wie es der Papst ja auch tut, konzentriert auf die Mitte des Evangeliums, die wir einbringen in eine plurale Gesellschaft. Ich weiß, das ist nicht einfach, weil eine mediale Gesellschaft natürlich hungriger ist nach einem Skandal als nach einem Wort aus der Bibel. Das ist mir klar. Aber wir müssen versuchen, es zu tun, denn das ist unsere Verpflichtung. Wir können nicht schweigen von dem, was uns umtreibt, und das ist das Wort Jesu und sein Beispiel und die Verkündigung des Evangeliums. Das müssen wir tun, und deswegen will ich mithelfen, dass wir in dieser pluralen Welt eine Stimme auch sind, die das einbringt, was vom Evangelium her wichtig ist. Stichwort Evangelisierung. Sie selbst haben das ja heute Morgen noch gesagt, Evangelisierung als eine der wichtigsten Herausforderungen. Sie haben es jetzt noch mal betont. Der Nuntius hat unlängst gesagt, die Weitergabe an die junge Generation ist auch eine der ganz großen Herausforderungen, weil da offenbar so eine Art Traditionsbruch im Moment stattfindet. Haben Sie da schon Ideen, wie Sie das Nun kann der Vorsitzende der Bischofskonferenz sich pastoraltheologisch ganz Deutschland sozusagen beackern. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn wir unterscheiden zwischen dem, wo hausgemachte Probleme sind, die uns hindern an einer guten Evangelisierung, und wo wir auch strukturelle Veränderungen haben, die wir nicht einfach mit größeren Anstrengungen überwinden können, sondern die gegeben sind. Das ist ja manchmal die Versuchung, dass wir Evangelisierung verstehen als eine Art Reconquista, Wiedereroberung eines verloren gegangenen Territoriums. Wir haben so einige Dinge verloren, die müssen wir wiedergewinnen. Das ist nicht, das geht nicht. Und das einzusehen, dass wir in einer ganz neuen Situation leben, wo Evangelisierung bedeutet, durch persönliches Zeugnis in einer pluralen Welt das Evangelium selbstverständlich zur Sprache zu bringen, wo die großen Kampagnen nicht einfach messbaren Erfolg haben können, sondern wo es um Transformationsprozesse ganz großen Ausmaßes geht, in den Mentalitäten der Menschen, in den kulturellen Verhaltensweisen, und wo wir versuchen müssen, wie es der Papst eigentlich in seinem Schreiben sagt, ein neues Volk zusammenzurufen aus den verschiedenen Milieus und Gruppen und Schichten, ein neues Volk Gottes auf den Weg zu bringen. Das ist ein langer Weg. Aber mir wäre schon lieb, wenn wir einige hausgemachte Probleme etwas beiseite schieben könnten und wenn wir uns auf die Situation einstellen. Das beruhigt die Seele und gibt Kraft. Sonst verdoppeln die Leute ihre Anstrengungen und die Erfolge bleiben doch aus. Müssen ausbleiben, weil wir eine falsche Analyse der Situation haben. Weil wir denken, wir könnten etwas wiederholen und wiedergewinnen und müssten es auch, was nicht möglich ist, jedenfalls aus meiner Erkenntnis der Dinge. Und das Schritt für Schritt in Gang zu bringen, dass wir das wahrnehmen und dann auch mit einer, ja, ich will mal vorsichtig sagen, mit einer leidenschaftlichen Gelassenheit unseren Dienst zu tun, ohne Verkrampfung, ohne ständig nur die Untergangsszenarien zu bejammern und wiederzuzählen, sind wieder weniger und wieder weniger und wieder weniger. Ich kann nicht erkennen, dass das gestoppt werden kann mit einfachen Maßnahmen. Dazu ist der kulturelle Wandel viel zu tiefgehend. Das betrifft die evangelische Kirche genauso, wie wir aus den Untersuchungen wissen. Und es wird ein längerer Weg sein, sich auf diese neue Situation einzustellen. Ich habe da gerade Patentrezepte. Aber ich bin überzeugt, dass die Botschaft des Evangeliums nicht veraltet ist, dass das Leben der Kirche nicht veraltet ist, aber dass unsere Gemeinden
sich da auf einen neuen Weg machen müssen und evangelisieren müssen in einer Selbstverständlichkeit, nicht um sich selber kreisen. Hoffentlich bleibt alles, wie es ist, Herr Bischof, wie ich dann höre, hoffentlich bleibt alles, wie es ist. Naja, er sagt, das kann ja nicht bleiben, wie es ist. Es darf auch nicht bleiben, wie es ist. Also da ein wenig Hoffnung zu vermitteln, ohne dass wir einfach sozusagen mit messbaren Ergebnissen in wenigen Jahren sagen können, so, jetzt haben wir es wieder, wie es 1950 war. Das ist nicht möglich. Eine abschließende Frage noch, wieder persönlich, was Ihre Lebensplanung angeht. Ihr Vorgänger konnte ja von seinem Alter her nur eine Amtszeit als Vorsitzender absolvieren. Könnten Sie sich vorstellen, mehrere Amtszeiten zu machen? Also da fragen Sie mich wirklich noch mal nach 2-3 Jahren. Ich befürchte, dass es ziemlich anstrengend wird und ob ich dann Lust und Freude noch habe, das weiter fortzusetzen, das muss man mal abwarten. Also das sehe ich jetzt im Augenblick noch nicht. Ich bin froh, wenn ich die eine Amtszeit mal gut, gesund und munter und fröhlich überstehen kann. Ganz herzlichen Dank. Bitte.